Liebe Feuchter- und Moosbecher Bürgerinnen und Bürger, Sie sehen mich hier und heute unweit unserer Feuchter-Museen. Diese hängen unmittelbar mit der weiteren Entwicklung der Ortsmitte in Feucht zusammen. Eines vorweg, eine Erweiterung sowohl des Zeidl-Museums als auch des Hermann-Obert-Raumfahrt-Museums erachte ich als dringend und zwingend notwendig. Beide Museen können heute weder ihre modernen Ausstellungskonzepte realisieren, noch haben sie die notwendigen räumlichen Voraussetzungen, um einen zukunftsfähigen Museumsbetrieb sowohl für die Museen selbst als auch für den Markt Feucht sicherzustellen. Festzuhalten ist zudem, dass der tägliche und dauerhafte Betrieb im derzeitigen Bauzustand bereits im Hinblick auf die Barrierefreiheit nicht mehr gegeben ist und nicht fortgeführt werden kann. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurden die Museen in Feucht zudem als wichtiges Alleinstellungsmerkmal herausgestellt. Daher bin ich der Auffassung, dass beide Museen fester Bestandteil des zukünftigen Feuchter Kulturangebots sein müssen. Beim Hermann-Obert-Raumfahrt-Museum ist zudem zu beachten, dass der Markt Feucht im Rahmen der Überlassung des wissenschaftlichen Nachlasses von Professor Obert vertragliche Vereinbarungen eingegangen ist, die ihn dazu verpflichten, den Museumsbetrieb und eine ordnungsgemäße Unterbringung des Nachlasses dauerhaft in Feucht sicherzustellen. Unabhängig von etwaigen rechtlichen Ausgestaltungen muss es daher beiden Museen zukünftig möglich sein, einen sinnvollen und hinreichenden Museumsbetrieb sicherzustellen. Nach meinem Dafürhalten sind dabei die jeweiligen Museumsstandorte prädestiniert. Natürlich gibt es zu beachten, dass die Marktgemeinde Feucht keine finanziellen Risiken eingeht, die sie zukünftig nicht bewältigen könnte. Natürlich müssen auch alle bautechnischen Probleme gelöst werden und alle Denkmalschutzanforderungen strikte Beachtung finden. Dies steht für mich außer Frage. Zudem ist davon auszugehen, dass etwaige Neubauten an einem anderen Standort, beispielsweise dem Seilerareal, nicht kostengünstiger erfolgen könnten. Auch ist zu beachten, dass es sich beim Seilerareal um eine sogenannte 1A-Lage in der Mitte der Marktgemeinde handelt. Für die Belebung des Innerorts ist daher notwendigerweise, dort sicherzustellen, dass entweder frequenzbringende Bebauung oder aber ein parkähnliches Areal entstehen könnte.